Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und noch einmal die wichtige Information für euch. Ich bin auf jeden Fall live am Start für euch am Mittwoch 16 Uhr oder 16.30 Uhr. Wahrscheinlich eher 16.30 Uhr, weil ich davor noch einen wichtigen Termin habe. Ich kann auch probieren, dann früher live zu gehen und schon mal alles vorzubereiten und dies und das. Wird aber schwierig, muss ich sagen. Wird wirklich schwierig, das alles hinzukriegen. Also 16.30 Uhr ist da wahrscheinlicher. Ich probiere aber so schnell es geht, dann von dem Termin nach Hause zu kommen und dass ich dann für euch den Stream anwerfen kann. Wir werden natürlich wieder komplett reingehen, komplett eskalieren. Wir gehen auch in die ganzen Packs hier rein, alles was da ist, ja. Und wir werden auch wirklich Packs öffnen und werden nicht nur die Punkte anderweitig ausgeben, sondern ja, wir gehen auch rein dann in diese 108-Plus-Packs. Werden wir einfach reingehen, ja. Wir machen das einfach mal und wir werden auch in diese Packs hier reingehen tatsächlich. Ich glaube, bis zum 800er-Pack werde ich safe mal gucken, was so drin sein kann. Ja, und dann halt die Gems ausgeben. Ich werde auf jeden Fall 5 Packs öffnen können. Das steht fest. Also hiervon 5 Packs und ja, den Rest dann mal schauen, ne? Ich werde mir nämlich hier bestimmt nochmal beim limitierten Ding hier, limitierte Angebote, da werde ich richtig reingehen, so, Leute, wirklich hier. Ich denke mal, das 5,99 € Angebot werde ich mir safe holen für den Stream und dann mal schauen. Das 11,99 € fand ich jetzt ein bisschen zu teuer, wäre natürlich auch ganz cool gewesen so, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu teuer tatsächlich, weil 5000 FIFA Points wären zwar schon ganz geil, aber weiß ich jetzt nicht so. Die werden eh nur verprasst und da ist sowieso zum Ende von FIFA Mobile, ich weiß nicht, ob sich da noch so viel lohnt tatsächlich hier, aber halt sehr, sehr viel dann zu machen für die Pioniere und da bin ich auch gerade voll dabei bei den Pionieren, kann ich euch mal auch hier zeigen, ich habe den Umtausch fast fertig, also 1374 habe ich da gerade und fehlt also nicht viel, ich denke mal im Livestream können wir dann auf jeden Fall auch hier nochmal so einen schönen Pionier-Umtausch machen, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf und den dann eben auch mitzunehmen für EA FC Mobile. Ja, genau, so ganz einfach wird das so sein. Ich habe aktuell hier 968 Punkte, das heißt auf Easy werden wir hier 1200 bestimmt zusammen haben. Ich werde nicht alles wahrscheinlich ausgeben für die Packs, sondern ein einziges werde ich woanders ausgeben und das ist hier für Gems, weil 1600 Gems wäre natürlich ganz cool. Die nehme ich natürlich auch so mit, ja, aber der Rest wird halt in die Packs investiert, das ist klar. Und zur kleinen, aber feinen Einstimmung können wir jetzt hier kommen. Wir machen nochmal hier ein Pack zur kleinen Einstimmung. Stellt euch vor, jetzt kommt einfach ein Walkout oder so. Ja gut, wir nehmen es jetzt einfach mal mit. Egal was es ist, keine Ahnung. Wir nehmen es mit und wir ziehen leider keinen Walkout. Ein 110er Rodrigo Salazar. Grüße gehen raus an alle Schalker hier. Ja, weil er nicht mehr dort spielt. Huch, 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 huch. Das war ein bisschen heftig, wir wollten dann hier, genau, Mondi ist ja der nächste, den ich mir holen möchte, 1,18 Milliarden, ist natürlich ziemlich, ziemlich heftig, dafür wurden aber hier die Spieler verkauft, Schweinsteiger und Vidic, habt ihr gesehen, was da gestern Schönes am Start war, hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, Godin ist leider nicht rausgegangen und da waren dann auch der, war beim Mindestpreis und es waren so viele, ja, Aufträge da, das hat sich nicht mehr gelohnt, da zu warten, den habe ich in die SBC reingehauen, ja, für halt die Vereinspunkte. Jetzt kriegen wir hier 338 Millionen, das heißt, ich habe fast, fast eine Milliarde wieder zusammen, also, puh, Leute, da geht's wieder rund, ich denke mal 230 Milliarden noch und dann, oder generell, nee, eigentlich so gute 200 Milliarden und gute 200 Millionen so rum und ich habe Mondi zusammen. Kann aber sein, dass ich bis dahin noch mal ein bisschen Geld ausgebe, weil ich möchte ja vielleicht auch noch mein Money ein bisschen vermehren. Und dafür, Leute, ja, ihr habt es jetzt richtig gehört, wir gehen, also ja, ich habe es noch nicht gesagt, aber jetzt werdet ihr gleich richtig hören. Dieser eine Umtausch hat mir wirklich ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Das könnte jetzt eine absolute Schnapsidee sein, das wird es auch sein und das werde ich auch keinem weiterempfehlen. Aber ich werde jetzt einfach mal probieren, nochmal vielleicht einen ganz guten Spieler hier zu ziehen. Aus diesem, Hero-Umtausch, den es da gibt. Tatsächlich ist es wirklich, Leute, macht das auf gar keinen Fall nach. Ich verschwende hier gerade ein bisschen Geld. Aber ich möchte einfach mal ausprobieren, ob das vielleicht nochmal klappen könnte. Da gebe ich jetzt insgesamt, glaube ich, 54 Millionen aus.
Ja, doch, das ist ziemlich heftig. Das ist ehrlich ziemlich heftig. Und ich glaube, die Spieler, die man daraus ziehen kann, ja, können aber auch über 50 Millionen wert sein. Ob sich im Endeffekt dann so krass lohnt, ist die eine Frage. Ja, hier. Das ist ein bisschen weniger, Matthäus, den er hier kostet. Ich kaufe mir mal zwei Matthäus-Spieler hier. Ich habe ja aktuell ein bisschen Kohle dafür. Und ich werde das Ganze einfach nochmal ausprobieren hier für euch. Ja, man kann halt Glück haben, es muss man aber nicht, weil es kann auch komplett brechen, ne? Es kann auch komplett brechen und dann ist das Ding sowieso over. Ja, deshalb gehen wir einfach mal rein, wir gucken uns das Ganze mal an, was jetzt hier Schönes draus passiert. Also, wie schon gesagt, gestern, was ich glaube, gestern war das, die Heroes an sich wären geil zu ziehen tatsächlich und sonst hier eigentlich Rullet, Garincha wären so die krassesten. Ja, Rullet natürlich. Rullet, Garincha. Schweinsteiger ist, glaube ich, noch ganz okay. Aber da bin ich mir nicht ganz so sicher. Gut, nee, 40 Millionen. 40 Millionen. Also ich habe jetzt ungefähr 52 Millionen ausgegeben. Und ich muss schon ziemlich Glück haben. Also es ist die Chance wirklich jetzt auf einen krassen Spieler ist sehr, sehr gering. Also wahrscheinlich ziehe ich jetzt irgendeinen, der nichts wert ist. Oder dann mache ich wahrscheinlich ungefähr 13 Millionen Verlust. Kann man aber vertreten, muss ich ehrlich sagen. Ne? Am liebsten wäre natürlich jetzt hier eine Rulle zu ziehen, dann wäre ich super zufrieden. Aber ich gehe mal davon aus, dass das eher schwierig wird. So, weil Rulle, wie viel kostet der Bruder? 69 Millionen ist aktuell der teuerste, glaube ich. Oder ich glaube, Capdevila ist auch noch ziemlich gut mit dabei. Wenn ich mir das Ganze so anschaue, Spanien könnte halt auch krass werden mit Capdevila. Ja, 70 Millionen, genau, 70 Millionen. Capdevila oder Garincha oder Rullet. Aber wahrscheinlich werde ich keinen von diesen dreien Spielern ziehen und deswegen werde ich jetzt hier als gebrochener Mensch wieder rausgehen. Let's go, einfach mal ohne Pfeife. Wir gehen einfach mal rein, vielleicht haben wir einfach Glück, vielleicht auch nicht. Haben wir nicht, ich ziehe wieder Vidic, wie gestern auch, ey. Wie gestern auch, erstmal Vidic hier am Start, 41,8. Naja, immerhin nur 10 Millionen. Immerhin nur 10 Millionen Verlust. Ja, zweimal geöffnet, zweimal Vidic. Was soll ich sagen? Was soll ich denn noch sagen hier? Unglaublich, unglaublich. So, kriege ich den verkauft? Ja, doch, könnte ich verkauft kriegen. Wenn ich den für 43 glatt raufstelle, dann bin ich hier auf der guten Seite. Denke ich jetzt mal. Zack, 43 glatt. Und dann wird er hoffentlich verkauft. Das ist sogar ein bisschen teurer als gestern noch. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Aber nehme ich jetzt erstmal so mit die Coins. Ja, dann weiter geht's. Wir gucken nochmal hier. Also, wie schon erwähnt, mein nächster Spieler wird hoffentlich hier der gute, achso, Beobachtungsliste muss ich natürlich schauen, der gute Mondi sein als Torhüter. Da habe ich Bock drauf. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ja, einfach mal auch ein bisschen abwarten, schauen und überlegen, ob das alles so klappen könnte. Ich hoffe tatsächlich, dass es klappt. Die Daumen sind da ein wenig gedrückt und naja, brauche ich halt noch ein paar Coins, ne? Hoffentlich kriegen wir die im Livestream zusammen, weil andererweitig sieht es eher schwierig aus tatsächlich, nochmal solche Coins zusammenzubekommen. Geheime Neuverpflichtungen, okay, vielleicht irgendwie dadurch, aber gehe ich jetzt erstmal nicht davon aus. Wie auch tatsächlich. Perfekt, wir haben lang genug gewartet und somit, ja, ist das Ganze hier auch verkauft worden, also Vidic ist rausgegangen, 38 Millionen habe ich bekommen. Ihr seht, es gibt eine kleine Veränderung, also 13 Millionen Verlust habe ich gemacht dadurch. Dann ist es halt so, dann ist es vielleicht ganz gut zu zeigen, dass diese Umtauschpacks da generell bei Heldenweg absoluter Schmutz sind. Deswegen, ja, macht lieber Founders, macht lieber Vereinspunkte, aber Heldenweg bringt einfach gar nichts mehr. Die hier bringen doch noch mal ganz gut was, glaube ich. Ja, da gibt es noch mal ein bisschen was zum Umtauschen, da kann man noch mal ein bisschen was machen. 110er wegtauschen, die man sonst irgendwie nicht braucht. Auch kriegt man noch mal ein paar Coins, ist es so ganz gut, weil ja, was soll man sonst mit diesen Spielern machen? Was soll man denn sonst mit diesen Spielern machen, außer sie hier wegzutauschen, weil tja, es gibt keine weiteren SBCs und die Spieler braucht man alle sowieso nicht mehr und deswegen sind die jetzt hier alle schön zu Geld geworden und seht ihr Leute, jetzt habe ich wieder mehr Coins als vorher, also dieser Umtausch ist einfach gar nicht passiert, dieser Heldenumtausch und somit ist das doch, denke ich, voll in Ordnung hier. Ja, was ist das hier eigentlich? Ne, ich habe sonst eigentlich keine weiteren Spieler, glaube ich. Kann ich nochmal kurz gucken. Hier bei der anderen SBC, die man da machen kann. Aber ich glaube, genau, das war die tauschbare.
Und sonst war es, glaube ich, wenn ich das hier das Ganze hier so sehe, war das ziemlich solide. Den Rest hatte ich schon alles geschafft, weil die SBC ist auch gar nicht mehr da. Die habe ich schon voll durchgeballert mit allen möglichen Spielen, die ich noch da hatte und eben weggetauscht habe. Ne? Das heißt, Leute, wir sehen uns doch, denke ich, einfach mal morgen wieder. Morgen wieder ein wildes Video, Leute. Seid dabei. Bis dahin, bis zum nächsten Mal und tschüss.